Die Kellys schürfen weiter an ihrer ersten Goldader der Saison. Wir fahren raus zum Cripple River, um zwei Boote zu Wasser zu lassen. Wir sollten einen Wettkampf starten. Du gegen mich heute? Alles klar, ich gegen dich. Wird hart für dich, Chris. Wir werden sehen. Fahren wir los. Endlich eine Chance. Wir dürfen auf einem Claim von Dave McCulley baggern. Wir schürfen als Daves Crew am Cripple River. Aber ich will kein Angestellter sein, sondern ein Partner. Vor allem von einem Millionär. Deshalb lasse ich mich heute auf einen Wettkampf mit Daves Sohn ein. Und falls Zeit bleibt, taucht auch noch Andy runter und versucht uns zu schlagen. Wenn Dave dann sieht, was wir drauf haben, will er uns sicher als Partner. Diese Partnerschaft funktioniert. Dave hat ein paar Claims und ein tolles Boot. Wir brauchen diese Chance, um unsere Saison zu retten. Alles passt. Wir müssen Geld verdienen, damit wir weitermachen können. Eine Win-Win-Situation. Ich brauche ein paar Taucher, die die Stelle erkunden, und Sie brauchen einen Tauchspot. Ist also perfekt für beide. Ich bin sauer, weil Chris McCulley gestern ein größeres Nugget draufgeholt hat als ich, verdammt nochmal. Heute tragen wir einen Wettkampf aus. Dann mal sehen, wer mehr Gold draufholt. Ich werde jedem zeigen, wo der Hammer hängt. Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe mich gefühlt wie ein 90-Jähriger. Gold suchen ist schwierig, das kann nicht jeder. Naja, eigentlich ist es leicht, wenn mein Bruder das kann. Wir decken heute eine große Stelle ab, denn wir haben zwei Boote und zwei Taucher am Start. Ist der doppelte Spaß, kann aber auch doppelt so viele Probleme geben. Doch ich hoffe, die Goldgötter sind uns gewogen. Und wir reißen was. Konkurrenz belebt das Geschäft. Alle sind angespannt und versuchen verdammt nochmal ihr Bestes zu geben. Chris ist vielleicht der bessere Taucher, aber ich werde ihn schlagen. Auf wen setzt du? Auf mich, sonst wäre ich nicht hier. Wenn man mich herausfordert, werde ich zu Super Chris. Eine einzige scheiß Muskelmasse, die ein Auto umwerfen kann. We're here. Let the games begin. I got it. Whoa. I'm okay. Bin okay. Rein damit. Legen wir los. Sieht wie ein Kunstwerk aus. Man sollte das Ding ausstellen. Wir gehen beide runter. Ich benutze die Sickle und er die Bones. Dann mal sehen. Man braucht eine Rinne, eine Düse und einen Schlauch. Das war's. Zwei Bagger, ein Wettkampf. Das bedeutet viel Gold. Ich hoffe, es klappt. Die Sache ist simpel. Wir arbeiten an Steuerbord und er an Backbord. Wir sind links und er rechts. Verdammt easy. Wir legen jetzt fest, wie es läuft, damit das Ganze auch fair ist. Die Wettkampfregeln sind einfach, so gibt es keinen Stress. Wir fangen heute beide mit leeren Rinnen an und dann bleiben beide 5 Stunden unten. Der Gewinner bekommt ein kleines Nugget von gestern. Erstes Gold der Saison. Du kennst die Regeln nicht? McCulleys Boot, McCulleys Nugget. Ist das der Ablass für den Meister? Daves Prämie für heute ist das Nugget, das ich gefunden habe. Vielleicht gewinne ich also mein Nugget zurück. Das schaffe ich. Wir beiden sind die Ersten. Wir treffen uns unten, klatschen ab und der Kampf beginnt. Ich setze auf Chris McCulley. Er wird ihn schlagen, das ist ganz klar. Ich setze auf meinen Sohn. Heute scheffeln wir Geld. Ich gehe runter und mache ihn platt. Ich habe ja immer noch Andy. Einer von beiden gewinnt für mich. Ich gewinne. Easy. Meine Strategie? Den Grund da unten komplett leer saugen. Hol zum Teufel was rauf. Möge der beste Taucher gewinnen. Sie sind gemeinsam reingesprungen, wie ein frisch vermähltes Paar. Ich weiß nicht, was heute passiert, aber wir verdoppeln das Gold. Okay, buddy. Shh.
Ich werde es dir zeigen. Teil dir deine Kräfte ein, das ist ein Marathon. Bin bereit. Ich erkunde erst die Gegend, Schritt für Schritt. Egal wie, ich werde den kleinen Chris heute schlagen. McCully, dein Bagger läuft, du kannst loslegen. Ich muss das Zeug nur aufsaugen. Verdammter Mist. Ich breche ab und komm hoch. Die Hochdruckleitung. Ist die Leitung ab? Chris McCullys Bagger macht schon schlapp. Es ist die Hochdruckleitung. Die Schlauchschelle hat sich von McCullys Bagger gelöst. Ich nutze jeden Vorsprung, der sich mir bietet. Der kleine Chris ist zum Boxenstopp gezwungen. Chris Kelly könnte sich so an die Spitze setzen, falls er Gold findet. Ich tauch weiter. Bleib schön cool. So eine verdammte Scheiße. Armer McCully. Es hilft einem die ganze Erfahrung als Goldtaucher nichts, wenn das Equipment nicht funktioniert und man an der Reling festsitzt. Siehst du Gold? Kein Gold. Sobald ich unten bin, gebe ich Gas wie nie zuvor. Chris repariert seinen Bagger schnell. Immer noch nicht. Sogar Dave McCully rennt hier rum, um das Ding flott zu kriegen. Der Wettkampf ist heiß. Lauf rum und grab ein paar Löcher. Ich arbeite wie verrückt. Hier ist ein Hotspot. Die Hochdruckleitung sitzt wieder. Ich bin bereit. Der Schlauch von Chris funktioniert wieder. In 2 Minuten ist er wieder unten. Ging schnell. Chris McCully hat alles repariert. Er kommt wieder runter. Hab Gold gefunden. Oh, good job, good job. Gold hier. Chris McCully ist wieder im Wasser. Alles klar, der Kampf läuft. Du liegst vorne, aber das hält mich nicht auf. Ich schlag den kleinen Chris.